So, wen haben wir denn eigentlich hier in der Nachbarschaft? Wir haben ja mal auf der einen Seite geguckt, aber hier noch gar nicht. Da haben wir zum Beispiel einen Kinderspielplatz. Da kann der Adolf doch mal ein bisschen rutschen gehen oder abhängen am Spielplatz. Das wäre doch mal was. Ja Mensch, oder ob es kann... Nee, der kann hier gar nichts machen. Aber der Adolf kann hier ein bisschen Rutsche spielen und so. Wenn wir schon kein Hüpfekästchen haben, dann kann der kleine Adolf wenigstens auf die Rutsche gehen. Und sieh mal eine an, der Oppes. Ich bin Atomphysikerin. Ja, ja, du bist ein fürchtendes Streichholz. Mann, die Stuck im Mund. Also wenn die ein Kerl wäre, die würde ich flachlegen. Opa, hast du wieder laut gedacht? So, was denn das? Ach so. Neulich wollte ich jemanden bei einem mündlichen Vorstellungsgespräch teilnehmen. Aber dann kam der Schulbus. Ja, ja, ist ja spannend. Ja, aber. Adolf hat gesagt, er möchte in einen Pissteich springen. Oh, in einen Pissteich. Der alte Lümmel. So, dann wollen wir die mal langsam ein bisschen beschäftigen. Der Space Dad pennt noch. Was haben wir denn hier? Der Opa möchte gerne joggen gehen. Wie machen wir denn das? Outfit wechseln. Ich weiß überhaupt nicht, wie man joggen kann. Ach, hier hin joggen. Pass mal auf. So, Sportklamotten an und go. Und wo wir gerade bei Gewichtsverlust sind. Ob es Schlömpel ist schlank geworden. Er wird nie sein verändertes Spiegelbild vergessen. Na, sowas. So. Da ist er jetzt also gejoggt. Jetzt müsste doch eigentlich, aber scheinbar durch die Nachbarschaft. Wähle eine Strecke aus. Ja, Opa, wo kannst du denn mal hinjoggen? Schauen wir doch mal. Der Opa, wo verschlägt dies ihn hin? Wer wohnt denn hier eigentlich? Wohnt da überhaupt jemand? Nee. Der Opa könnte doch eigentlich mal hier unten zum Strand joggen. Oder da hinten zum Strand. Oder vielleicht hier vorne zum Strand. Der ist da und dann lassen wir ihn mal hier hin joggen. So, wie geht denn das hier? Nein, so nicht. Und zwar lassen wir ihn mal... hier, wir schauen am alten Pier. Am alten Pier. Mal gucken, wo geht's denn hier entlang? Können wir vielleicht hier hin joggen? Nein, das geht nicht. Da können wir nur angeln. Vielleicht hier. Ach, guck mal. Da kann der Opa doch hier hin joggen. Zack. Extrem hier hin joggen. So. Mach ich mal Pause raus und dann mal schauen, was der Opa jetzt macht. So, folgen wir ihm einfach mal. Warte mal. Was war denn das? Ist das ein Meteorit? Halt! Sammeln, was immer das ist. Ich möchte es gerne aufheben. Ja, ich auch. Würde mich mal interessieren, was das ist. Ein außerirdischer Meteorit. Oder wahrscheinlich irgendeine blöde Gesteinsprobe. Da liegt nämlich gleich die nächste. So. Da vorne auch noch. Oh, ein gelber Saphir für 52 Simoleons, mein lieber Freund. Ob es Schlömpel hat seinen ersten Edelstein gefunden. Er wird nie den Augenblick vergessen, als er das Glitzern des Juwels gewahr wurde. Ach, wie schön. Und jetzt noch ein für 45. Ja, pass mal auf, du gehst ja nicht schiffen, du gehst ja schön sammeln. Für so viel Kohle, da schicke ich dich um die halbe Welt. Da malt der Kunibert 10 Bilder für 52 Simoleons zumindest. Das, was die eigentlich wert sind. So, pass mal auf. Schiffen kannst du ja eigentlich auch bei den Nachbarn in den Pool. Aber heute tun wir mal so, als ob wir mal Nieren hätten und lassen dich mal einfach tatsächlich zum Pier joggen. Gibt es da eigentlich auch... Gibt es denn da Toiletten? Eine Frage, die sich hinterher stellt. Und vor allen Dingen, wie weit ist denn... Oder weißt du, da kommt mir die Idee. Sind wir etwa hier? Ja, wir sind tatsächlich hier. Na, wer erkennt es wieder, das Häuschen? Ja, in der Tat, in der Tat. So, folgendes, wir lassen Oppes mal hierhin joggen. So, und anschließend kann er nämlich hier anklopfen und den Schlömpelhaushalt besuchen. Zack.
Jawohl, und da kann er dann auch schiffen gehen, wenn er sich bis dahin nicht eingepisst hat, aber das passiert ihm ja ruhig öfter mal, das ist ja alles nur halb so wild. Schnuckimund möchte gerne, was, Wissenschaftskarriere einschlagen? Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber immerhin räumt sie hier mal die alten Zeitungen weg. Und Space Dad malt schon wieder, das ist ja super. So, soziale Kontakte, hä? Wie minus 15 Laune, der Sozialbalken ist doch ganz oben. Sims sollten regelmäßig das Haus verlassen, um bei Verstand zu bleiben. Mische dich unter das Volk, damit du nicht vereinsamst, weil Sim Haus nicht verlässt. Ja, genau. Das müsste auch Space Dad langsam auch haben. Gut, pass auf, Schnuckimund, du wirst heute mal, ich wollte dir eigentlich weiter kochen beibringen, du wirst heute vielleicht mal in den Park gehen oder im Restaurant eine Gastronomiekarriere starten. Das ist doch mal was. So, dann gehen wir mal auf die Sim-Überwachungskamera und fahren bei bester Grafik einfach mal durch die Stadt. Quietsch, quietsch. Da, Zeitungsjunge überfahren. Scheiße. Ich dachte, sie schafft's noch, aber leider ne. So, mal gucken, Schnucki. Das Boilerproblem. Nein, nicht schon wieder. Ziel, repariere den Boiler der Schule, bevor die Zeit abläuft. Das war ja die heitere Quest, wo die Kinder nach der Schule noch stundenlang in der Schule rumhängen müssen, um für bessere Noten den Boiler zu reparieren, was lebensgefährlich ist. Und das halt, um bessere Noten zu kriegen, die ja scheinbar nicht sehr vom Lernen abhängig sind. Möchtest du diese Gelegenheit annehmen? Ich glaube nicht. Das macht nicht mal Adolf. So, Schnuckimund, verfügbare Jobs, Küchenmädchen. Schnuckimund kann sich darauf gefasst machen, nächtelang am Herd zu stehen. Wenn Schnuckimund es bis ganz oben schaffen möchte, braucht sie die richtige Arbeitseinstellung, ein gutes Verhältnis zum Küchenpersonal und solide Kochkenntnisse. Karriere annehmen. Glückwunsch, Schnuckimund hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Und zwar ganz ohne Blow. Haha! Schnuckimund muss am Freitag um 15 Uhr am Arbeitsplatz Imbiss Leckerschmecker erscheinen. Alton Rath ist der Chef von Schnuckimund. Es kann nie schaden, eine gute Beziehung zu seinem Chef zu pflegen. So, mal schauen, da läuft sie rum. Da geht sie gerade spazieren, wie es aussieht. Das ist ja die beste Arbeitseinstellung, die ich jemals gesehen habe. Wer ist denn das da hinten? Kimberly Gallo und irgendein Dingallo. So, der Opa ist hier immer noch am Joggen. Hat er sich inzwischen eingepisst? Nein, er stinkt aber ohne Ende. Ich höre schon die Musik bei den Schlömpels aus dem Haus. Aber er kann den Schlömpelhaushalt nicht besuchen. Warum das denn nicht? Er möchte mit Olli plaudern. Schlömpelhaushalt besuchen. Ach, niemand zu Hause. Kann er Post klauen? Nee. Naja, da ruft er sein Schätzchen Olli an. Kunibert hat soeben ein Gemälde im Wert von 235 Simoleons fertiggestellt. Verkaufe das Bild oder zieh es auf eine Wand, um es aufzuhängen. Und ich glaube, das wird tatsächlich das erste Bild, das wir mal ausnahmsweise aufhängen, weil... Tada! Naja, ist ein bisschen dunkel. Aber man erkennt Fridolin oder wir verkaufen das. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben gerade 57 Simoleons und ich glaube, ich werde es mal ausnahmsweise erstmal irgendwo an die Wand klatschen. Und dann können wir es vielleicht später noch verkaufen. Es sieht jetzt nicht wirklich so toll aus. Ja. Wenn ich übrigens sage, es sieht nicht so toll aus, dann ist es eine dezente Untertreibung. Und ich möchte sagen, es sieht eigentlich voll beschissen aus. Aber naja. Voll kotig. Es sieht kotig aus. So, Spacehead, was möchtest du denn machen? Sämtliches Geschirr im Raum abspülen. Hunger hast du auch ein bisschen. Dann würde ich sagen, du kannst dir mal hier, gönn dir doch mal eine Macaroni mit Käse. Danach würde ich sagen, Harndrang ist nicht so wild. Nee, duschen kann er gerade nicht gehen, weil da eine Falle drin ist, weil sonst noch keiner geduscht hat. Dann lassen wir die Hygiene mal außen vor und malen einfach weiter. Und zwar diesmal, malen wir mal was Mittleres, weil wir noch die Kohle brauchen und dann mal schauen. Schnuckimund, Schlömpel, ach ja, das haben wir ja schon gehabt.
Glückwunsch, Schnuckimund hat die Zusage erhalten. Das hatten wir auch schon gehabt. So, Oppes, du machst mir Kummer. Du hängst da hinten am Arsch der Welt. Ja, der Opa stinkt erstmal schön das Taxi voll, das hier gerade voll abgedrängelt wurde. Und da kommt er wieder nach Hause. Der hat doch die der hat doch diese Gesteinsproben gefunden. Die könnte er theoretisch verkaufen. Ich weiß noch nicht, was die sonst bringen, ob man die ausstellen kann. Und da zieht er eine Gestankwolke hinter sich her. Und der Opa kann auf jeden Fall mal schön duschen gehen. Ah, ja, ach Mensch, da ist mir wohl einer entwichen. Minus 5 Simoleons für irgendwas. So, mein Adoniskörper mal hier schön unter den Strahl schieben. Oh, ja. Oder unten muss ich besonders gründlich waschen. Was ist denn das Grüne auf einmal? Huch. Wieso hat denn der auf einmal grüne Haare? Hä? Das verstehe wer will. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und der Kunibert ist schon wieder fleißig am Malen. Der Adolf in der Schule. Mensch, da kann doch fast nichts passieren. Außer natürlich, dass die Sprengfalle losgeht. Aber der Oppes braucht ja noch ein bisschen, bis er den ganzen alten Ranz da unten weggerissen hat. Ne, die ganzen Sackratten und Filzläuse und den Grind und den Raspelkäse. Und ich weiß nicht, was sich da noch alles angesammelt hat. Und ja... Der Space Dad. Die Klasse von Adolf unternimmt morgen einen Ausflug an den Ort Weidig Stadttheater. Möchtest du die Erlaubnis unterschreiben, dass Adolf teilnehmen darf? Er wird dann von eventuellen außerschulischen Aktivitäten freigestellt. Eigentlich gönne ich es ihm ja gar nicht. Der müsste eigentlich nach Hause kommen und seinen Pflichten nachkommen. Aber weißt du was? Komm ins Theater, da kann man immer mal gehen. Und Space Dad malt hier gerade das, was er wahrscheinlich den ganzen Tag sieht, wenn er morgens seine Tabletten frisst. Oder sein Pfeifchen raucht, sein Crackpfeifchen oder was auch immer, der sich da reinflanscht. So, da wird der Opa sauber, muss aber auch dringend mal aufs Klo. Ach! Oh nein! Grüne Haare! Jetzt weiß ich, warum der Opa grüne Haare hat. Ach hier, benutzen. Da hat er ja schon eins. Das ist ja witzig mit den grünen Haaren. Nee, pass mal auf. Du isst jetzt einmal nichts, sondern... Ach, ich träume von der großen Liebe. Oh, auf dem Klo. Wer hat denn da gerade so gegähnt? Ach. Wie, ich hab doch sein Dingens unterschrieben. Was macht denn er wieder hier? Streichspielen hast du schon gemacht. Mit Kunibert Ball spielen. Ja, Mensch, du bist ja schon... Schnuckimund Schlömpel hat ihre erste Begegnung mit einem Vampir. Ne. Wo ist denn da der Vampir? Ach, hier. Schade, dass man da nicht reingucken kann. Und wenn, dann weiß ich leider nicht wie. Naja, dann hat Schnuckimund ihre erste Begegnung mit Edward gehabt. So, das hier kann alles weg. Schade, naja. Und pinkeln musst du unbedingt. Aber ich hoffe, die haben hier Toiletten. So, Adi, was ist denn los? Du willst pennen, ne? Du bist müde und du hast einen erfolgreichen Streich gespielt. Wenn du müde bist, pass mal auf. Dann hier, böser Traum, zack. Und der Opa, der hat jetzt alles soweit hinter sich. Reste von Waffeln essen ist auch völlig in Ordnung. Obwohl er lieber Makaroni hätte essen sollen, aber naja. Der Ball beginnt um 18 Uhr. Oh, scheiße. Oh, Oh, ich kenne jemanden, der sehr viel Spaß auf dem Ball haben wird. Oh, wird da jemand Spaß haben auf dem Ball? Oh, der wird richtig abgehen heute. Ach, scheiße.